So, also wir starten jetzt. Die Aufzeichnung hat begonnen und ich begrüße alle ganz herzlich. Wir sind inzwischen 133 Teilnehmer und Teilgeber und ich begrüße euch zur Zusammenfassung des ZF-Teams zum Thema Learning Challenge 2020. Wir haben eine Reihe von Aktivitäten verzeichnen können. Im Discuss beispielsweise haben wir weit über 80 Beiträge gehabt. Und ich finde, das war wirklich eine gute Mitarbeit, die ihr da initiiert habt, liebes Team. Also ich freue mich jetzt auf eure Perspektive, eure Zusammenfassung und auch einen kleinen Ausblick, den ihr uns ja auch noch versprochen habt. Bitte sehr. Also wir sind wieder zu dritt von ZF dabei, also Maybrit, Madeleine und ich. Und wir haben es am Montag ja schon kurz angekündigt oder verraten, dass wir auch teilweise Unterstützung hatten von Learn Dynamics. Und wir dachten, es wäre doch nett, wenn wir die heute einfach mitbringen und einfach nochmal gemeinsam auf die Woche schauen. Also die waren auch über die Woche schon mit hier aktiv, dass wir einfach auch nochmal die Perspektive und mit euch teilen, wie die Zusammenarbeit nochmal Einblicke bekommt. Und den Michael, den habe ich schon gesehen von Learn Dynamics. Der Fabian kommt sicher auch noch dazu, falls er nicht schon da ist. Und die würden sich jetzt sicher auch noch mal kurz vorstellen. Genau, gerne. Also vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich auch gut hören. Wunderbar. Also ich bin Michael Rischel, Gründer und Geschäftsführer von Learn Dynamics und wir haben eben zusammen mit ZF diese Learning Challenge konzipiert und durchgeführt. Ja, und das war für uns ein sehr, sehr spannendes Projekt und von daher freuen wir uns jetzt auch, dass wir die Woche hier dabei sein können. Mein Kollege wird sich nachher noch mit einwählen, der ist leider nicht ganz pünktlich aus einem anderen Termin rausgekommen, aber so, bis dahin vertrete ich uns mal. Und ja, für uns war es sehr spannend, da dabei zu sein und jetzt auch die Woche die Diskussion mitzuverfolgen. Beate, wolltest du dann gleich als nächstes auch einsteigen thematisch in die Diskussion, also was wir von der Woche mitgenommen haben? Können wir gerne so machen. Also wir haben gedacht, dass jeder von uns einfach so ein bisschen seine persönliche Zusammenfassung teilt, wir dann noch einen Ausblick geben und dann die Runde öffnen, dass wir auch nochmal gemeinsam mit euch diskutieren können. Aber Michael, du darfst gerne beginnen. Okay, also ich habe auch ganz gespannt mitgelesen, was es alles so an Feedbacks gab. Erstmal vielen, vielen Dank, dass das so positiv ankam und dass da viele so viel davon mitgenommen haben und auch Meinungen geteilt haben. Fand ich sehr bereichernd. Ich konnte da auch viele Inspirationen wieder mitnehmen, wie man das nächstes Mal vielleicht noch besser gestalten kann. Was mich persönlich sehr beschäftigt hat, war der Umgang mit dem Begriff Lernen oder insbesondere auch, wie der aufgefasst wird oftmals, dass das eben oft auch so negativ behaftet ist oder man sagt, man stellt diesen Begriff Lernen lieber erstmal ein bisschen in den Hintergrund, weil sonst für viele gleich so mit Anstrengung oder schwierig verbunden ist oder mag ich nicht so gerne. Das fand ich einen super spannenden Punkt und auch, wie man damit umgeht. Ich meine, denke, dass wir alle, die wir heute hier zugeschaltet sind, haben natürlich unglaublich viel im Laufe unseres Lebens gelernt, dass wir heute überhaupt hier dabei sein können. Also man fängt ja als Kleinkind an, alle Fähigkeiten zu erlernen, die man braucht, um im Leben zurechtzukommen und auch unabhängig oder außerhalb von der Arbeit, die wir heute machen. Wenn jemand irgendwie ein Hobby ausübt, begeistert, egal was es ist, dann lernt er da ja auch ständig dazu. Also ich glaube, egal in welchem Bereich man unterwegs ist, Lernen ist einfach Teil unseres Lebens, ganz automatisch. Und also das hat mich beschäftigt, warum das bei vielen so negativ besetzt ist und damit verbunden auch die Frage, was man tun kann, dass das eben so ein bisschen aufgelockert wird oder einen positiveren Touch bekommt. Genau, und das ist auch eben auch kein abgeschlossener Prozess, denke ich, sondern eben was auch dann weiter wachsen kann und im Austausch. Und da bin ich eben auch gespannt, was weiterhin für Impulse noch kommen. Das war so mein wichtigster Faktor diese Woche, ja. Madeleine, möchtest du weitermachen? Ja, dann mache ich gerne weiter. Also vielen Dank auch an der Stelle für die ganzen vielen Beiträge und gute Ideen. Hat mich auch total gefreut und ich denke auch uns alle richtig spannend, was wir da diskutieren konnten und auch, dass ihr eure Erfahrungen und Ideen so toll mit uns geteilt habt. Ich fand, also beziehungsweise was uns ja auch stark immer noch umtreibt, dass wie wir die Führungskräfte gut nochmal an Bord holen können, dass die auch unsere Multiplikatoren werden oder es halt auch unterstützen. Ihr habt ja auch in den Evaluationen gelesen, dass es ja nicht immer ganz so gut aufgenommen wird. Manchmal ist Lernen schon eher esoterisch bei manchen Führungskräften. Andere wiederum sind da total engagiert und motivieren und unterstützen auch ihre Mitarbeitenden.
Ich denke, da haben wir aber da noch einiges zu tun. Ich fand die Idee ganz cool, am Ende doch so eine Art Zertifikat zu haben und vielleicht sogar mit einem Schlusswort von einem COE war ja eine Idee oder in irgendeiner Art und Weise jemanden vom Management, was dem Ganzen nochmal Gewicht geben kann und Anerkennung und vielleicht auch zwischendurch Führungskräfte in diese Challenges oder in den Content mehr mit einzubinden, dass man auch mal sieht, okay, da ist auch von oben quasi mitgewirkt worden, dass wir dann nächstes Mal vielleicht noch ein paar gewinnen können, die das dann auch weiter treiben aus den verschiedenen Bereichen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache und da habt ihr uns viele Ideen geliefert, auf jeden Fall. Maybrit, möchtest du auch noch teilen? Ja. Sehr, sehr gerne. Genau wie die anderen auch, fand ich es einfach großartig, wie ihr unter den Blogs kommentiert habt. Ich habe wirklich jeden Morgen, Nachmittag und auch nochmal abends reingeschaut, was sich da für Diskussionen ergeben haben. Und so viel mussten wir da gar nicht euch noch weiteren Input geben, weil so viele spannende Ideen einfach entstanden sind. Dafür wollte ich nochmal Danke sagen. Und mich hat das Thema sehr doll beschäftigt, inwieweit auch andere Themen noch in weiteren MOOC-Camps mit aufgenommen werden können. Das heißt, dass man vielleicht eher von der Metaebene Lernen weggeht, sondern hin zu inhaltsbezogenen Alltagsthemen und somit dann vielleicht auch die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter noch mehr steigen kann. Und genau wie Michael auch schon gesagt hat, hat mich das Thema dann doch mehr bewegt, warum Lernen denn eigentlich so ein schlechtes oder schlechteres Image hat und wie man beziehungsweise wir damit auch in Zukunft dann umgehen können. Cool. Also bei mir ging es ich muss sagen, Maybrit, diese Frage, warum Lernen eher negativ behaftet ist, das hat sich bei mir so die Woche ich persönlich, also gut, das ist auch meine persönliche Lernerfahrung vielleicht einfach, ich finde Lernen was super Positives und hat bei mir auch so einen ganz positiven, eine positive Wirkung. Deswegen, ich kam im ersten Schritt gar nicht auf die Idee, Lernen als was Negatives zu sehen, aber das stimmt schon. Wahrscheinlich ist das je nachdem, wie man vielleicht auch die Schulzeit erlebt hat oder wie man auch vielleicht in der Erwachsenenbildung oder im Unternehmen bisher Lernerfahrung ist. Ich habe mir da auch echt relativ häufiges Gedanken gemacht, wie kann man das vielleicht auch umdrehen, dass es Lernen eben wieder was Positives ist. Und da habe ich auch nochmal an unsere Learning Challenge an sich zurückgedacht, weil ich glaube, so ein bisschen haben wir da diesen Effekt vielleicht bei manchen auch schon angetriggert, dadurch, dass wir ja auch viele Beispiele Richtung Gamification gezeigt haben oder einfach Web-Based Trainings, die einfach Spaß machen. Und das dann vielleicht auch so ein bisschen zeigt, okay, Lernen ist nicht langweilig, gerade im digitalen Umfeld, sondern kann auch Spaß machen. Aber es ist natürlich so ein Erstaufschlag. Ich denke, da müssen wir auf jeden Fall nochmal dranbleiben und sicherlich auch uns nochmal Gedanken machen. Was mich sonst noch sehr beschäftigt hat, war so gerade der Thementag gestern, wo es ja auch nochmal um die Führungskräfte ging und wie kann man die auch gewinnen als Befürworter. Und da fand ich, waren echt so ein paar ganz interessante Punkte, wo ich mir auch gleich mitgenommen habe. Also auch gerade Richtung, wie schaffen wir es, dass die Führungskräfte selber die Lernerfahrung machen und selbst feststellen, okay, Lernen ist wichtig und hat eben einen hohen Stellenwert, auch gerade in der Kombination, ich glaube, es war auch gerade noch im Chat drin, Richtung Kompetenzaufbau, weil wir haben es ja auch am Montag schon gesagt, ZF ist ja natürlich, wie viele andere Unternehmen auch, sehr stark von der Digitalisierung und auch einfach vom Wandel von Technologieschüben betroffen, gerade wenn man Richtung autonomes Fahren oder auch E-Mobility denkt, das sind wir, sag ich mal, als klassischer Getriebehersteller natürlich stark betroffen und gerade Kompetenzaufbau im Entwicklungsbereich zum Beispiel oder auch in der Produktion ist ja ein Riesenthema. Und da habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, weil ich glaube, da ist Lernen vielleicht gar nicht so negativ behaftet, sondern dass dann auch eher schon die Führungskräfte mit dabei zu sagen, hey, wir müssen schauen, dass unsere Mannschaft Kompetenz aufbaut in neuen Bereichen, so wie Softwareentwicklung und was eben alles wichtiger wird. Und vielleicht ist das für uns auch ein Ansatzpunkt, da stärker Bezug zu nehmen und vielleicht gerade die auch als Treiber zu nehmen, um auch in anderen Bereichen Lernen nochmal stärker zu fokussieren und die Wichtigkeit hervorzuheben. Ansonsten fand ich auch noch spannend, gestern wurde ja auch noch diskutiert Richtung Auflösen von Arbeiten versus Lernen, dass es eigentlich eher eins wird.
Das ist sicherlich auch was, was bei uns noch ein Weg zu gehen ist. Und auch gerade, ich glaube, ein Vorschlag war Richtung Workhacks. Also wie kann ich auch eben kurze Sequenzen stärker integrieren in den Arbeitsalltag? Und ich glaube, das ist sicherlich was, wo wir auch noch stärker fokussieren können und vielleicht einfach auch immer wieder, also häufiger irgendwie von Global Learning Seite auch antriggern könnten, um jetzt nicht zu sagen, wir machen einmal im Jahr die Learning Challenge und dann dazwischen passiert wenig, sondern dass wir vielleicht irgendwie in so einen Ansatz kommen, wir haben die Learning Challenge zum Jahresauftakt und dann gibt es kleinere Initiativen, um Lernen eben stärker zu verankern und auch nochmal hervorzuheben. Genau. Also vielen Dank auch nochmal für die ganzen Tipps und einfach auch Inspirationen. Also mir hat das auf jeden Fall schon einige Ideen wiedergebracht. Und eben, um vielleicht bei dem Thema von gestern noch zu bleiben mit den Führungskräften, der Karl-Heinz hat es ja auch schon kurz gesagt, wir geben heute noch einen kurzen Ausblick, wie es jetzt weitergeht von unserer Seite, was wir auch weiter geplant haben. Und eine Initiative, die kam auch erst im Nachgang aus der Learning Challenge heraus und hat eben genau die Zielgruppe Führungskräfte. Da sind wir gerade schon konkret in der Umsetzung. Das würde ich jetzt einfach kurz noch vorstellen. Ich habe da auch eine Slide noch mit dabei, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, worum es da geht. Und dann würden wir es einfach auch nochmal öffnen und gemeinsam mit euch hören. Genau, ich teile mal kurz meinen Bildschirm noch. Genau, es ist tatsächlich jetzt eine Slide, die ich mitgebracht habe und wir haben sozusagen aus der Learning Challenge heraus Elemente rausgezogen, um jetzt gezielt unsere Führungskräfte abzuholen und auch unsere Führungskräfte fit zu machen. Da muss man jetzt ehrlich sein, da spielt uns gerade die Corona-Zeit in die Karten. Also an sich ist das ja jetzt eher was, wo man sagt, okay, die Krise macht uns allen jetzt nicht wirklich Spaß, auch gerade, also wir bei ZF sind ja auch in Kurzarbeit, aber um, sage ich mal, Lernen mit Fokus auf Führungskräfte besser zu platzieren, ist das jetzt für uns tatsächlich eine Zeit, die es erst ermöglicht hat. Und zwar ist ja bei ZF gerade die Situation, dass eigentlich so gut wie alle Bereiche in Kurzarbeit sind, aber die Führungskräfte davon ja nicht betroffen sind. Und jetzt auch unsere unsere HR-Vorständin beschlossen hat, sie möchte die Zeit nutzen, jetzt gerade wo auch noch überwiegende Mitarbeiter relativ viel in Kurzarbeit sind, die Führungskräfte abzuholen und fit zu machen für die künftigen Herausforderungen, aber auch fit zu machen für die momentane Situation. Und dadurch ist es Projekt oder das Programm Lead the Change entstanden. Es ist eigentlich wie so eine mini abgeschwächte Learner Journey oder auch Learner Challenge, Learning Challenge für unsere Führungskräfte. Und da ist es jetzt ähnlich wie in unserer Learning Challenge so, dass wir praktisch wöchentliche Subthemen haben und auch wöchentlich Lerninhalte bereitstellen, allerdings über einen längeren Zeitraum. Und also die soziale Komponente, also Austausch in der Community, der ist nicht so stark im Fokus. Also es gibt zwar eine begleitende Community oder beziehungsweise einen Blog, allerdings ist die nicht so stark moderiert wie jetzt in der Learning Challenge, die wir Anfang vom Jahr hatten. Das liegt zum einen daran, dass wir halt Mitarbeiter technisch gesehen fast nicht verfügbar sind und deswegen da weniger unterstützen können. Und wir es vom Aufwand her auch für die Führungskräfte, sag ich mal, ein Stück weit geringer halten als der wöchentliche Aufwand, sag ich mal, in der Learning Challenge, dadurch, dass nur einmal in der Woche Inhalte freigeschalten werden, also immer am Montag. Und begleitend gibt es aber auch immer wieder Live-Sessions. Die sind aber verstreut über die 6 Wochen. Und da kann man sich dann eben auch frei einbuchen. Da ist aber auch der Fokus auf Austausch, dass sie sich auch untereinander Inhalte teilen oder auch Best Practices teilen und eben gemeinsam diskutieren, wie gehen wir denn auch die Themen an, was können wir von und miteinander lernen. Genau. Und das haben wir jetzt vor 3 Wochen aufgesetzt. Also wir sind jetzt schon in der 3. Woche. Diese Woche, also ich habe euch den Wochenplan mitgebracht, den seht ihr hier auf der rechten Seite. Wir sind jetzt diese Woche mit dem Thema virtuelle Kommunikation live gegangen und haben da eben auch virtuelle Live-Sessions und haben dafür auch verschiedene Playlists
oder Inhalte kuratiert. Also ähnlich wie in der Learning Challenge ist es auch so ein Mix aus, sei es LinkedIn Learning Inhalten, intern erstellten Videos oder Web-based Trainings oder eben auch einfach Artikel, die wir empfehlen, die eben zu diesem Thema passen. Und es gibt dann auch immer Subthemen unter diesen Wochenthemen, auch ähnlich wie in der Learning Challenge, nur dass die eben einmal am Wochenanfang veröffentlicht werden und nicht Schritt für Schritt. Und was ich jetzt auch noch mit euch gerade teilen kann, ist, also wir haben ein Zwischenfeedback erstellt, das haben wir am Montag verschickt diese Woche und haben da jetzt auch wirklich schon sehr viel Rückmeldung bekommen. Also wir sind auch positiv überrascht. Und es ist echt durchweg positiv. Also wir haben eine Frage mit drin gehabt, würden Sie das Programm Lead the Change an Ihre Kollegen weitergeben oder weiterempfehlen, und haben da über 80%, die 100% sozusagen zustimmen und sagen, ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen. Und die anderen 20 oder nicht ganz 20% sagen, sie würden es zumindest teilweise empfehlen, also gezielt Inhalte aus der Challenge praktisch, ich bringe es immer durcheinander, aus der Learner Journey for Leaders, die sie ihren Kollegen empfehlen würden. Und was ich auch, also mich persönlich auch sehr gefreut habe, wir bekommen auch relativ viele E-Mails, wo sich die Führungskräfte bedanken. Und tatsächlich da, das fand ich jetzt spannend, wieder zur Diskussion auch von gestern, auch selbst erkennen, dass Lernen eben wichtig ist, und sich bedanken, dass sie jetzt gerade in dieser Zeit, wo sie vielleicht auch ein Stück weit weniger Termine haben, nicht ganz so dicht getaktet sind von den Kalendern, die Chance nutzen können und auch selbst mal erfahren, wie ist denn LinkedIn Learning, und jetzt auch ein besseres Verständnis haben, was für Angebote wir bei ZF haben. Und ich meine, klar, das ist jetzt so ein Blitzlicht, eine Momentaufnahme, aber ich habe momentan auch noch die Hoffnung, dass wir hoffentlich dieses Positive, was wir jetzt bei den Führungskräften vielleicht antriggern, dass sie das auch mitnehmen, sozusagen nach der Krise, wenn dann auch wieder der Normalbetrieb anläuft, das Lernen dann hoffentlich so ein Stück weit noch dieses Positive beibehält und sie uns auch da stärker unterstützen, das Thema zu promoten in der Organisation. Genau, aber wir sind jetzt eben noch mittendrin, deswegen so ganz auswerten oder ganz final sagen, was unsere Learnings sind, können wir jetzt noch nicht, aber momentan läuft es auf jeden Fall positiv an, und wir haben auch schon noch Themenwünsche von den Führungskräften bekommen, die jetzt über die 6 Wochen hinausgehen, dass wir praktisch weitermachen und gegebenenfalls verlängern. Und was wir bisher eh schon angedacht haben, ist so eine Zweiteilung, also erstmal die 6 Wochen sozusagen Leading in the Crisis, also wie gehe ich jetzt gerade in dieser schwierigen Situation um und was brauche ich da auch für Handwerkszeug. Und dann im zweiten Teil möchten wir die Führungskräfte auch nochmal mitnehmen, wenn sozusagen die Kurzarbeit runterfährt, ZF wieder hochfährt und es ja dann auch ein Stück weit darum geht, das Team zum Beispiel wieder zu motivieren, das zurückkommt aus der Kurzarbeit, dass wir da dann auch nochmal einen zweiten Teil anbieten werden, wo wir auch nochmal Lerninhalte mit den Führungskräften teilen möchten. Genau, aber da sind wir auch noch gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht da jetzt auch nochmal gezielt, also in die Runde, habt ihr Fragen zu dem Konzept oder zu dem Ansatz direkt? Hallo, hier ist Britta. Ich hätte eine Frage, wer ist denn der inhaltliche, oder wer ist federführend für die Inhalte? Habt ihr das gemacht oder habt ihr auch auf die Erfahrung von den Führungskräften zum Beispiel zurückgegriffen? Also wir sind gestartet aus Corporate heraus, also praktisch aus unserem Team heraus, sind der Madeleine, Maybrit und ich sozusagen, gemeinsam mit unserem Chef. Das war so der Ursprungskreis, hat sich aber relativ schnell, also noch vor dem Go-Live von Lead the Change, erweitert, um Personen bei uns aus der PE-Community, also von anderen Standorten, sind wir jetzt so ein Mini-Team sozusagen, wo wir gemeinsam kuratieren, und das Team erweitert sich gerade ständig. Also wir sind gestartet aus der Personalentwicklung, mittlerweile sind auch Organisationsentwicklungskollegen mit dabei und aus dem Transformationsteam. Diese Woche haben wir auch, dass wir für die nächsten Themen auch nochmal Führungskräfte stärker mit einbinden möchten, die auch gegebenenfalls Inhalte haben, die sie teilen möchten. Und jetzt haben wir eben, also im nächsten Schritt, das habe ich gestern noch mit organisiert, dass wir so, also wir nennen es Espresso with Sessions, und da ist die Idee dahinter, dass praktisch Führungskräfte, die vielleicht schon anders führen oder eben, sag ich mal, sei es Change-Erfahrung oder irgendwie vielleicht auch schon mal eine Krise mitgemacht haben, dass die praktisch in Live-Sessions ihren Kollegen Inhalte teilen und so ein Stück weit Diskussionen anregen von sich aus, also selbst gesteuert.
Und da sind wir gerade dran. Also das Konzept entwickelt sich tatsächlich gerade wöchentlich weiter. Aber ursprünglich sind wir im kleinen Kreis gestartet. Aber ich muss sagen, es ist schwierig, dies zu finalisieren und zu kuratieren. Aber das Gefühl sind auf jeden Fall nochmal besser geworden. Vielen Dank. Eine Frage im Chat ist auch noch, wie hoch die Beteiligung ist der Führungskräfte. Beate, kannst du das irgendwie auswerten, oder? Tatsächlich habe ich vorher erst eine Auswertung und es ist so, du bist ein bisschen schlecht zu verstehen wieder. Ja, mein Freund ist leider gerade parallel in der Skype-Session. Ich glaube, ja, okay. das, was wir empfehlen, bitte macht, weil Netflix ist oder keiner parallel skypt. Genau, das passiert gerade. Also was ich sagen kann, ist, dass jetzt diese Wocheninhalte, also Woche 1 bis 3, hat mir jetzt schon knapp 1500 Viewers, also Personen, die sich's angesehen haben. Finde ich eigentlich eine ziemlich hohe Quote. Also ich meine, klar, ich glaube, das sind so 4.000 bis 5.000. Ich kann es nicht genau sagen. Das ist so ein Verteiler, den wir nutzen. Und dafür finde ich eigentlich schon eine recht hohe Zahl an, also das sind Unique-User sozusagen, wirklich trennbare Personen. Und in den Live-Sessions hatten wir auch knapp 900 Teilnehmer insgesamt. Das waren jetzt schon mehrere Sessions zu verschiedenen Themen, aber ist auch eine sehr hohe Quote. Also ich hätte nicht mit so einer hohen Beteiligung gerechnet. Und sonst, also ich kann halt sehen, was sind so die beliebtesten Inhalte. Und zum Beispiel das beliebteste Video sozusagen, das hatte knapp 900 Personen, die sich's angesehen haben. Und ich habe noch ausgewählt, also wir haben ja einen Mix aus externen Inhalten und ZF-Inhalten. Und der beliebteste ZF-Inhalt hat auch 570 Personen, die sich's angesehen haben, was ich auch sehr positiv fand. Genau, ansonsten, wir hatten auch noch in diesem Zwischenfeedback-Survey auch Fragen drin, wie zum Beispiel, wie sie denn die Lerninhalte auffassen, also ob die für sie hilfreich sind oder eben vielleicht weniger hilfreich. Und da war es tatsächlich auch so, dass 90% zugestimmt haben, dass ihnen die Lerninhalte helfen, was auch wirklich sehr positiv war. Genau, ich meine, bei der dann, bei die Kritik, die bisher kam, das ist aber wirklich sehr durchmischt, ist so dieser zeitliche Aufwand, also zeitlicher Aufwand versus die Tiefe der Lerninhalte. Und da haben wir so ein bisschen einen Mix, also für die meisten passt es eigentlich, aber es gibt welche, die sagen, es ist zu viel, also sie schaffen es nicht, das durchzuarbeiten. Aber es gibt auf der anderen Seite auch wieder welche, die sagen, es ist eigentlich zu wenig, es geht ihnen zu wenig tief. Deswegen, da ist, glaube ich, schwierig, so das perfekte Maß zu finden. Genau, Barbara, habe ich gerade noch gesehen, hat nochmal nachgefragt, circa 1500 von knapp 5000 im Verteiler. Ja, so ungefähr, also den Verteiler weiß ich nicht 100%, wie viele Personen drin sind, das müsste ich nochmal nachsehen. Noch eine Anfrage zum zeitlichen Invest pro Woche. Also wir machen es immer so, dass wir sagen, es gibt Inhalte, die wir sozusagen empfehlen und dann gibt es noch zusätzlichen Inhalt, also sozusagen additional Content, wenn man noch mehr Lust und Zeit hat zu lernen. Und der generelle, also die Empfehlung von uns ist maximal eine Stunde. Also ich finde immer noch relativ schlank gehalten. Klar, wenn man noch zusätzlich eine Live-Session besucht sozusagen, dann ist der Aufwand höher. Aber der Aufwand ist ja verteilt. Das ist ja nicht immer en bloc, ne? Also die Live-Session ist zum bestimmten Termin. Ja. Aber das Additional kann ja dasjenige machen, wann es mag, ne? Also. Genau, also das kann man sich vorstellen. Bei YouTube gibt es ja manchmal auch solche Playlists, die irgendwie die 5 Top-Videos zum Thema, keine Ahnung, Storytelling bereitstellen. Und bei uns ist es praktisch auch so eine kleine Liste, so eine Übersicht zum Thema, also jetzt wie die Woche virtuelle Kommunikation. Und dann gibt es dann, also diese Woche sind es, glaube ich, 4 Kapitel, die drunter fallen. Und dann sind es immer irgendwie 2, 3 Inhalte pro Subkapitel. Und es sind echt kurze Einheiten meistens. Also es sind manchmal irgendwie Videos, die gehen nur 3 Minuten. Klar, manchmal ist auch ein Inhalt, der geht vielleicht 10 Minuten. Und wenn man das hochsummiert, dann ist es ungefähr eine Stunde. Aber man muss das auch nicht am Stück durcharbeiten, sondern man könnte sagen, zum Beispiel am Montag nehme ich mir mal irgendwie eine Viertelstunde und dann am Dienstag nochmal 20 Minuten. Da ist man sehr, sehr frei. Genau, und wir nutzen auch LinkedIn Learning Inhalte tatsächlich auch relativ viel.
aber eben auch Inhalte von ZF intern, die wir schon mal erstellt haben, oder auch einfach frei verfügbare Inhalte, sei es jetzt auf YouTube oder irgendwie ein interessanter TED-Talk oder eben auch interessante Artikel, die wir teilen dürfen. Genau. Ach, und jetzt noch eine Frage. Ja. Oh, sorry, zur Live-Session, extern oder intern? Also wir machen alles komplett intern. Also extern ist bei uns auch gerade in der Zeit, glaube ich, eher schwierig zu verargumentieren. Ich hätte dann noch eine Frage zu den technischen Voraussetzungen. Wie schaut es bei euch aus? Haben eure Führungskräfte, die da jetzt aktuell auch an diesen Sessions teilnehmen, haben die alle Firmenrechner mit der gleichen Software oder ist das private Hardware und private Software, auf denen die Leute arbeiten? Weil ich frage mit dem Hintergrund, wir haben festgestellt, viele Dinge, die sich gut eignen würden für so virtuelles Training, können wir bei uns im Remote-Zustand überhaupt nicht laufen lassen auf unseren Rechnern. Das läuft entweder instabil oder es läuft gar nicht. Also du musst es dann außerhalb installieren. Und das halt für eine Größenordnung, wie ihr jetzt halt auch sagt, da 5000 Leute, ist das schon auch nochmal eine Hausnummer, alles das einzurichten. Wie war das da bei euch? Ich glaube, da haben wir bei ZDF ein bisschen Glück, dass wir schon relativ gut ausgestattet sind von der Infrastruktur. Also bei uns hat also jede Führungskraft auf jeden Fall einen eigenen Laptop. Und wir müssen ja auch gerade jetzt in der Corona-Zeit sehr viel von zu Hause arbeiten. Also unabhängig davon, ob das jetzt ein virtuelles Trainingskonzept oder ein digitales Trainingskonzept ist oder eben einfach Remote Work. Deswegen, das ist eigentlich schon gewährleistet. Klar, wir hatten am Anfang auch Probleme mit, reichen die VPN-Clients, damit jeder arbeiten kann. Da hat die IT aber sehr gut aufgestockt. Also klar, es gibt sicherlich manchmal Tage, da ist das Internet ein bisschen langsamer oder man kann nur langsam auf Systeme zugreifen. Aber generell würde ich sagen, es funktioniert sehr gut. Und eben, also alle Führungskräfte haben einen Laptop, die haben eigentlich auch ein Firmenhandy sozusagen, die könnten auch über Smartphone, also gerade so kleinere Lerninhalte kann ich auch gut über Smartphone mir ansehen. Das sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Dankeschön. Genau, dann kam noch eine Frage, wie wir die Moderatoren gefunden haben für die Live-Sessions. Die ergeben sich quasi aus unserem Projektteam, die mit an den Playlists arbeiten oder an den Lerninhalten auch. Ja, sozusagen mitgehangen, mitgefangen. Genau. Darf jeder mal. Gut, vielleicht noch so ein, zwei Sätze von uns oder zum weiteren Ausblick. Ich meine, Lead the Change ist jetzt so eine Initiative, die jetzt, sage ich mal, noch so dazu kam. Ich meine, wir haben es schon gesagt, wir möchten die Learning Challenge auf jeden Fall wieder fortführen und nochmal anbieten und dann nochmal jetzt auch aufgrund eurem Feedback nochmal verbessern natürlich und ausbauen. Und was Madeleine und ich uns auch schon am Anfang vom Jahr überlegt hatten, ist also nach der Sommerpause nochmal, sag ich mal, ein bisschen mehr kommunizieren Richtung Lernen, auch das Learning Management System nochmal promoten und nochmal so ein bisschen eine zusätzliche Initiative zu starten, um einfach Lernen in den Vordergrund zu heben. Da müssen wir jetzt natürlich schauen, wie das funktioniert, wie lange wir noch in Kurzarbeit sind und ob das möglich ist. Aber wir bleiben da auf jeden Fall dran, auch wenn es vielleicht dann eben vielleicht auch gerade kleinere Learning-Hacks dann werden, die wir flexibel und schnell umsetzen können. Aber wir möchten auf jeden Fall das Thema weiter pushen und auch weiter an unserer Lernkultur arbeiten. Genau, vorher wurde ja auch viel diskutiert, was alles zusammenhängt, Fehlerkultur, Lernkultur, und das ist ein ganz schön großes Ding sozusagen anzugehen. Und wir glauben auch alle, dass da viel mit reinspielt und dass wir es einfach Schritt für Schritt angehen müssen, einen langen Atem brauchen und auch mit immer wieder kontinuierlichen kleineren Maßnahmen, da denke ich auch gut was erreichen können. Ich sehe gerade, es sind nochmal Fragen auch im Chat gekommen. Vielleicht zu Janas Frage, was macht ihr für eure Mitarbeiter während der Kurzarbeit bezüglich Weiterentwicklung? Frage, die wir auch immer wieder platzieren bei uns. Also was wir machen ist, also Lead the Change, die Inhalte sind zwar mit Hauptfokus auf Führungskräfte, wir teilen sie aber zusätzlich auch über unseren Global Learning Blog, weil natürlich die Inhalte auch oft Relevanz für die Mitarbeiter haben, sodass sie praktisch transparent auch für weitere Zielgruppen sind. Je nachdem, wie sich das jetzt, sage ich mal, bei ZF mit der Kurzarbeit entwickelt, wird es sicherlich auch gezielte Initiativen geben, um die Mitarbeiter weiter zu qualifizieren. Aber ich denke, jeder, der jetzt, sage ich mal, im Unternehmen arbeitet, wo Kurzarbeit gerade ein Thema ist, weiß ja auch, dass man da auch gewisse
wo man auch so ein bisschen vorsichtig sein muss, was darf man jetzt machen und wie geht man auch mit dem Thema Weiterbildung um. Deswegen sind wir da gerade auch noch stark im Austausch und Diskussion mit unserem Betriebsrat und mit den verschiedenen Gremien. Da wird es aber sicherlich auch noch Initiativen geben. Und was momentan schon genutzt werden darf, wenn ich nicht arbeite, also an Tagen, wo ich einen Kurs bin, darf der Mitarbeiter benutzen. Allerdings momentan dann eben privat und eben gezielte Initiativen, die sind noch in Diskussion. Da kommt noch eine LMS-Frage. Ja, also ich denke, wir haben so ein bisschen Lessons learned spezifisch mit SuccessFactors auf jeden Fall gemacht. Wir haben ja Jam sozusagen als Basisplattform genutzt und haben dann versucht, die Dinge so einzubinden, dass wir viel wirklich mit Direct Links gearbeitet haben und manchmal auch nicht mit den eigentlich dafür vorgesehenen Einbindefunktionen oder Widgets von Jam selbst. Also man muss es sich so vorstellen, hätten wir beispielsweise ein Web-Based Training, das im LMS liegt, in Jam offiziell über diese eigentliche Funktion verknüpft, hätte der User, glaube ich, 4-mal klicken müssen, bis das Web-Based Training aufgeht. Und dann haben wir beschlossen, das ist zu viel und man kommt nie wieder zurück. Und deshalb haben wir den Direct Link zum Beispiel genommen, damit man einfach gleich abspringt. Also da haben wir schon auf jeden Fall schon ein paar Dinge für uns identifiziert, wo wir es einfacher von Anfang an gemacht haben, aber auch in Zukunft etwas einfacher machen wollen. Und mich hat auch diese Woche schon mal jemand angeschrieben wegen SuccessFactors. Ich denke, das ist sicherlich was ein paar interessiert, aber vermutlich nicht alle. Da könnt ihr auch gerne nochmal auf uns zukommen über LinkedIn. Wenn es Fragen gibt, dann ergibt sich sicher die Zeit, dass wir da auch ein bisschen von Erfahrungen teilen können. Ja, wenn sonst soweit keine Fragen mehr kommen, würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Wir werfen auch weiterhin ein Auge natürlich auf die Forenbeiträge und Kommentare, die jetzt vielleicht noch kommen, auch noch zu heute. Und ich glaube, dann wären wir, wenn ich nichts vergessen habe, schon beim Feedback, oder? Ja, ich denke, Madeleine, das ist wunderbar. Genau da wollte ich jetzt wieder einsetzen. Das eine ist natürlich das direkte Feedback an euch. Also insofern, wir können jetzt alle mal kurz unser Mikrofon anschalten. Das kriegen wir sicher hin. Und dann gibt es erstmal einen ganz großen Applaus für das ZF-Team. Also danke für die Initiative, ganz wunderbar. Und natürlich auch vielen Dank an die vielen Teilgeber, weil ihr habt es selber schon erwähnt, es ist eine Menge zurückgekommen. Ihr könnt eine Menge wertvoller Hinweise und Perspektiven mitnehmen. Und ich finde, das ist einfach großartig für die erste Woche. Mein Lieblingslernformat ist ja das Thema Retrospektiven. Und insofern würde ich euch bitten, zumindest auch im Nachgang, vielleicht auch gleich unmittelbar, uns ein Feedback zu geben. Also mit uns meine ich dem ZF-Team und uns insgesamt ein Feedback zu geben, wie euch diese erste Themenwoche gefallen hat. Ich habe dazu ein einfaches Google Docs vorbereitet, was ich jetzt gleich in den beiden in den beiden Chats teilen werde, damit ihr da rankommt. Also eine einfache Geschichte mit 4 Fragen, wo ihr bitte diese Post-its einfach ausfüllen könnt. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch gleich noch im Nachgang machen. Denn wir haben ja gleich noch einen weiteren Punkt, nämlich den Ausblick auf die nächste Woche. Ja? Also insofern teile ich jetzt erstmal diese beiden Links, nicht ohne vorher wieder umzuschalten, sonst sehe ich nämlich selber nichts hier bei meinen vielen Bildschirmen. So, als erstes mache ich das mal hier im Telegram. Ich vermute fast, dass da mehr sind. So, und dann kommt er jetzt gleich auch hier im Teams-Chat. So, einen Moment. Jetzt müsste er gleich zu sehen sein. Ja, also wie gesagt, seid so nett und gebt uns da noch ein kurzes Feedback. Das ist auch für die Folgewochen, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ansonsten nochmal ganz herzlichen Dank. Und ja, bevor ihr das jetzt verlasst und gleich auch in die nächsten Sessions geht, da möchte ich noch einen kurzen Hinweis drauf bringen. Wir haben ja jetzt im Anschluss auch eine Reihe von weiteren Barcamp-Sessions.
Aber bevor ihr das macht, hätte ich ganz gerne noch den Matthias von Porsche mal eben kurz reingebeten, dass er uns noch mal eben sagt, was uns denn dann nächste Woche Schönes erwartet. Ja, hallo, hier ist Nadine. Ich würde das für den Matthias mal kurz übernehmen und für unser Team. Nadine, wunderbar, danke. Zusammen. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Mein Name ist Nadine Poser. Ich bin aus der Personalentwicklung bei Porsche, aus dem Team Lerndesign und Wissensoffensiven und mit einem ganz diversen Team von Personalentwicklern und auch Fachbereichen werden wir zusammen die nächste Woche mit euch gestalten. Ihr seht, ich bin hier live vom Porsche Museum. Nicht ganz live, aber dank Simon wissen wir jetzt auch, wie wir in Teams die Hintergründe ändern können. Danke nochmal, Simon, für den Hack. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr, mit euch die nächste Woche zu gestalten. Ich würde auch mal ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, ihr könnt das dann sehen. Ich würde einfach schon mal auf die nächste Woche mit euch zusammenschauen. Wir haben ein ganz diverses Set an Themen mitgebracht. Alles rund um Lernräume, physisch und aber auch virtuell. Mit FX. Ihr seht hier unsere Startseite. Indizes, Forex, Kryptowährungen. Seht hier unsere Startseite und auch schon eine Übersicht über die verschiedenen Tage, wie wir die Tage gestalten werden. Wir werden am Montag in der Live-Session dazu auch noch einige Details geben und euch auch die Learning Challenge beziehungsweise unsere Learning Challenge, unsere virtuelle Co-Create Challenge, so haben wir sie genannt, vorstellen, die wir gerne mit euch in dieser Woche durchführen möchten. Wir haben dann für die Woche verschiedene Blogbeiträge geplant, beziehungsweise auch einen Aufruf für eine Video-Blog-Parade, die wir euch dann gerne am Mittwoch auch noch näher vorstellen möchten zum Thema Growth Mindset und Learnability. Ja, wir haben es gerade schon bei ZF gesehen, das Thema Growth Mindset entwickelt sich gerade zum Schlager. Das ist wahrscheinlich wieder mal eins dieser Themen. Auch wir haben uns diesem angenommen und möchten da gern euren Input dazu bekommen, beziehungsweise auch mit euch in gute Diskussionen dazu einsteigen. Wir haben dann für Donnerstag auch etwas zu virtuellen Lernräumen noch geplant. Dort freuen wir uns auch sehr, dass wir viele Vertreter von unseren Fachbereichen, zum Beispiel aus der Produktion oder auch aus dem Vertrieb mit dabei haben, die ihre virtuellen Räume beziehungsweise ihre Blended Learning Konzepte auch vorstellen werden und dazu dann auch gewissen Input von euch erwarten, beziehungsweise sich darauf sehr freuen würden. Ihr seht auch auf dieser Seite das ganze Team, was bei uns vertreten ist. Wie gesagt, ein diverses Team und wir freuen uns wirklich auf die nächste Woche. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz klasse Diskussion und wie wir es auch jetzt diese Woche bei ZF verfolgt haben, viele gute Inputs, wertvolle Erfahrungsaustausche und sind einfach froh, dass wir dabei sind. Herzlichen Dank auch nochmal Simon und Karl-Heinz Volkmar für die Chance. Danke. Ja, Nadine, ganz herzlichen Dank für das Neugierigmachen. Irgendjemand teilt gerade noch seinen Bildschirm. Ich könnte das jetzt wieder zurückfordern, aber vielleicht schafft derjenige das auch selber. Ja, wunderbar. Sehr schön. Nadine, nochmal ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns drauf, dass es dann gleich spannend weitergeht. Ich möchte jetzt noch kurz darauf hinweisen, dass wir im Anschluss gleich ja verschiedene Barcamp-Sessions haben. Und ich teile dazu mal ganz kurz meinen Bildschirm. Wie findet ihr die? Ihr habt ja auf der Seite unseres MOOC-Camps, und da tut sich schon gerade richtig viel in der Retro, das finde ich klasse, auf der Seite des MOOC-Camps habt ihr hier oben rechts das Thema Barcamp-Sessions. Und ich klicke das jetzt mal an, um zu sehen, was da gleich alles passiert. Da passiert auch eine Menge im Hintergrund. Irgendwer hat sein Mikrofon noch an. Prüft doch bitte mal alle, ob eure Mikrofone aus sind. So, wir sehen also, hier wird es im Anschluss gleich noch um 14 Uhr insgesamt 5 Sessions geben, die ihr hierüber erreicht, teilweise mit Anmeldung. Wir hatten zum Beispiel in der Kaffeebar letzte Woche leider keine gute Session, weil wir ein Zoom-Bombing hatten. Insofern mussten wir das jetzt ein bisschen komplexer gestalten mit einer Anmeldung. Aber es würde jetzt noch funktionieren und in einigen anderen Sessions ist das ja auch so ähnlich. Also wer Lust hat, noch weiterzumachen und noch heute ein bisschen was tun möchte, ist herzlich gerne eingeladen. Ansonsten darf ich mich bei allen Teilgeberinnen und Teilgebern jetzt nochmal ganz herzlich bedanken, auch für die Fragen im Chat.
und freue mich auf das, was aus der Retro rauskommt und sage nochmal herzlichen Dank und euch ein schönes, langes Wochenende. Super, danke, ciao. Ciao, ciao. Tschüss und vielen Dank. Danke auch an alle. Danke euch, bis nächste Woche. Vielen Dank. Danke, bis nächste Woche. Tschüss. Danke, tschüss. Dankeschön, tschüss. Gerne.